So, hallo meine Lieben, wir sind wieder bei einer weiteren Folge von Hases kleiner Heldenkunde und schauen uns heute wieder zwei Helden an. Es geht um einen Vier-Stern-Helden, den Wächterfalken, und um einen Fünf-Stern-Helden, einen Ninja, Topas. Beide Helden finde ich sehr spannend und beide haben so ihre richtig interessanten Einsatzgebiete. Als erstes Mal gucken wir sie uns mal an. Habe ich sie hingepackt? Ja, hier. So, ihr seht schon mal, im Gegensatz zu den anderen Videos habe ich hier nicht regenbogenmäßig aufgestellt, sondern 3-2. So spiele ich meistens auch im Krieg. Warum? Auf das komme ich ein bisschen später. Also warum ich das bei diesem Video jetzt heute hier so aufgestellt habe, gucken wir uns als erstes den Wächterfalken an. Der Wächterfalke kommt von der Wächterfamilie, ist schon wirklich lange im Spiel auch und ist für Leute, die nicht in den Top-Regionen spielen, sondern eher im Mittelfeld und jetzt auch nicht mit Helden zugemüllt werden, ein sehr spannender Held. Der Bonus für die Wächterfamilie ist eine Erhöhung der Heilung. Ja, gilt im Gegensatz zu den neuen Familien auch wieder erst ab zwei Helden. Vermutlich werdet ihr nicht so oft mehrere der Wächterfamilie in einem Team haben. Das heißt, ich glaube, den Bonus habe ich fast nie. Ja, Klasse sind wir hier Paladin. Das heißt, wir kriegen mit einer gewissen Chance ein Verteidigungsschild. 15% Chance, also nicht das riesige Ding, aber 25% Verteidigung, wenn wir sie kriegen, für ihn sehr nützlich. Warum? Wie ihr seht, er ist doppelt geprägt, ich habe ihn aber noch nicht fertig gewappnet. Meine Empfehlung ist für ihn in eher. Wenn ihr sie für die Zwecke nutzt, die ich dann jetzt anführe, ihn wahrscheinlich eher defensiv zu wappnen, weil er einfach relativ anfällig ist. Angriff ist nur 746 und ich habe da, glaube ich, noch auf Angriff gewappnet. Also ihr seht schon, Angriff ist für heutige Verhältnisse weit unter dem Wert, den man so hat. Verteidigungswert mit 1004 für einen 4-Stern doppelt geprägt. Ja, gibt es jetzt auch schon bessere, aber kann man lassen. Die nächste Schwäche ist der Lebenspool. Mit 1500, knapp 1500 Leben. Ja, das ist jetzt auch nicht so viel. Und zwar nicht so viel für die Sachen, wo ich ihn spannend finde, wo man ihn heute noch immer recht gut verwenden kann. Geschwindigkeit ist mittel. Er fügt dem Ziel 225 Schaden zu und den zwei Zielen, die daneben stehen, falls noch welche stehen, auch. Und dazu kann ich schon mal sagen, wegen dem nimmt man ihn nicht mit. Der Schaden ist richtig schwach. Warum man ihn mitnimmt, ist der zweite Teil hier der Spezialfähigkeit. Und zwar. Das Ziel und die zwei Nachbarn erhalten minus 54 Verteidigung gegen Feuer für 4 Züge. Also Verteidigungssenkung gegen Feuer ist kombinierbar mit Verteidigungssenkungen allgemein. Das heißt, der Gegner kann jetzt hier die minus 54% Widerstand gegen Feuer haben und von einem anderen Helden, den ihr habt, noch minus 30% allgemein. Das bedeutet in diesem Sinne, er war für mich sehr lange in meinem roten Titanenteam der Farbdefsenker. Das heißt, wenn ich mit den Titanen mit 5 roten Helden angegriffen habe, dann war er fix dabei. Kann man heute durchaus noch nehmen, wenn man keine besseren Farbdefsenker hat. Wie gesagt, seine Widerstandsfähigkeit ist halt nicht sonderlich groß. Er lebt nicht unbedingt ewig. Heute dann später habe ich ihn ausgetauscht gegen Mayana mit dem ersten Kostüm. Und heute verwende ich Kohlen
mit dem zweiten Kostüm auf dem Platz. Wer halt die zwei nicht hat, oder ich weiß nicht, ob es jetzt schon einen neuen Farbdev-Senker auch irgendwo gibt ja bei der Heldenflut, merke ich mir nicht alles auswendig, kann man dann natürlich auch die neueren nehmen. Habt ihr da noch nichts Besseres, würde ich ihn fürs Titanenteam noch immer einpacken. Die zweite Sache, wo ich ihn mit habe, öfters, in Kriegen. Ja, er ist nur 4 Stern, wie gesagt, er ist relativ anfällig und er macht kaum Schaden. Aber da ich in Kriegen inzwischen jetzt meistens auch 3-2 spiele, habe ich ihn mit zwei anderen roten Helden kombiniert. Nutze ich jetzt nicht gegen Gegner, die 6.500 Aufwärtsstärke haben oder natürlich auch nicht wirklich sinnvoll einsetzbar gegen reine Toon-Teams, weil die halt fast allen widerstehen. Aber sonst, ihr habt einen Gegner mit 5.500 oder so, durchaus überlegbar, ob man ihn hier mit zwei weiteren nimmt. Ich habe dann noch das andere rote Team, das ich dann mit Mayana im Kostüm nehme. Da habe ich dann zwei stärkere dabei. Das heißt, wenn es schwerer wird, nehme ich eher das andere Team. Trotzdem, und darum habe ich ihn jetzt hier auch mit zwei roten aufgestellt, um es herzuzeigen, nutze ich im Krieg ihn quasi in dieser Form. Also, zusammengefasst nochmal. Ziemlich anfällig, kaum Schaden, den er macht. Aber Kriegsunterstützer für die anderen zwei roten Helden oder beim roten Titanenteam durchaus, wenn man noch keinen der anderen stärkeren hat, als Farbdev-Senker sehr, sehr guter Held. Normalerweise, ich habe ihn hier jetzt mit Asterios gepaart und mit Mitsuko. Normalerweise ist dann Mitsuko da nicht dabei, sondern ich nehme meistens Killile oder Chomper, die auch drei treffen. Aber ich habe jetzt aus einem bestimmten Grund Mitsuko mitgenommen, weil das Team, was ich mir ausgesucht habe, einen Blauen dabei hat, der sehr unangenehm sein kann und da reflektiert dann Mitsuko die Sachen. Ihr seht es dann nachher im Kampf. Wir schauen es uns dann an. So, der zweite Held, den ich heute vorzeigen möchte, ist Topas. Ah, super, jetzt haben wir ihn rausgeworfen. Das ist natürlich klasse. Genau das wollten wir nicht. Dann schauen wir mal. Haben wir den irgendwo da heroben? Immer dieses, wenn man endlich mal nach Namen von Helden suchen könnte, wäre wirklich mal was Tolles, was sie einbauen könnten. Statt dass sie 100 neue Helden einbauen, wäre es mal schön, wenn sie ein paar praktische Sachen einbauen. Das wäre mir lieber. So, gut, jetzt haben wir sie wieder drinnen. Sehen wir uns Topas an. Topas ist bei den Ninjas dabei. Ich glaube fast, ich kann es jetzt nicht mehr garantiert sicher sagen, aber ich glaube, dass sie von Anfang an dabei war. Sie ist von der Klasse her Zaubererklasse, das heißt, sie kann Gegnern verlangsamen, der Mana-Regeneration geben. Wir haben als Familie die Ninja-Familie. Auch hier wiederum ältere Familie, das heißt, erst ab zwei Helden bekommt ihr diese Boni. Und das sind einmal die Chance vor Angriff und Spezialfähigkeiten auszuweichen. Die Chance ist jetzt nicht so hoch, aber wenn es funktioniert, ist natürlich klasse. Und die Chance genauso gering wieder mit 60 oder 90% des erlittenen Schadens zu kontern. Ich habe nicht sehr viele Ninjas, das heißt, dass mal zwei Ninjas in einem Team bei mir wären, kommt so gut wie nie vor. Das heißt, ich habe den Bonus eigentlich auch noch nie so wirklich genießen können. Ich könnte hier jetzt dann noch in das Testteam Ruby mit aufstellen, aber ja, ihr habt es ja gelesen, ihr könnt euch darunter was vorstellen. Ich glaube, das muss man jetzt nicht unbedingt gezielt extra noch vorzeigen. Ja, was haben wir noch? Ja, hier ist Special herunten, da gibt es nichts Besonderes, ist nichts da. Und dann haben wir bei den Ninjas was bei vielen anderen Helden sonst nicht der Fall ist, eher so auf die Turmhelden oder vereinzelt auch, glaube ich, die Unterwasserhelden und so. Wir haben mehrere Mana-Aufladungen. Und zwar 100, 200 und 300% Mana, je nachdem. Bei der ersten Mana-Aufladung zerstören wir alle Lakaien von dem einen Ziel, das wir treffen, und fügen dem Ziel 310% Schaden zu.
Wie ihr seht, meine Topas ist noch nicht geprägt und auch noch nicht fertig gewappnet. Aber von den Werten her, Angriffswert für heutige Verhältnisse natürlich zu niedrig, für damalige Verhältnisse durchaus okay. Verteidigungswert schlecht und lebenswert sind natürlich die neuen auch viel höher. Also auch nicht mehr wirklich zeitgerecht. Ja, 310% Schaden am Ziel und alle Verbündeten erhalten eine kleine Menge Mana für jeden vernichteten Lakaien. Und damit, wir sehen uns die zweite und dritte Aufladung natürlich auch noch an, damit ist sie für mich ein Held, den ich recht gerne bei Gildenkriegen, beim Effekt Untote Horde mitnehme. Ja, Mana-Aufladung 2 zerstört wiederum alle Lakaien vom Ziel und den zwei Gegnern daneben, fügt jetzt 350% Schaden zu und du kriegst jetzt quasi für von allen Gegnern den zerstörten Lakaien wiederum Mana-Retour. In dem Fall, wenn drei Gegner Lakaien haben, dann das Dreifache, ne? Ja, und die dritte Mana-Aufladung, eigentlich die spannendste, wenn man weit genug kommt, zerstört alle Lakaien von allen Gegnern. Wir treffen jetzt alle mit 390% Schaden. Der Schaden finde ich durchaus okay. Also, klar, nicht mit Geflügel, nicht mit Goblins, nicht mit Astralis vergleichen, die alle treffen. Da sind wir vom Angriffswert natürlich entfernt. Aber im mittleren Spielsegment, wo man nicht nur auf das neue Zeug trifft, durchaus nutzbar. Und alle Verbündeten halten wieder für jeden vernichteten Lakaien Mana. Das heißt, wenn ihr alle 5 trefft und der Gegner hat zum Beispiel Frost oder einen anderen Minion-Rufer dabei, es ist noch Kriegseffekt Untote Horde, jeder hat 2 Lakaien, ihr trefft alle 5 Gegner, kriegt ihr quasi für 10 Lakaien Mana. Alle eure Helden, nicht nur Topas. Darum nehme ich sie gerne noch immer bei Untoter Horde mit. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem beim Vorzeigen. Ich kann jetzt Untote Horde nicht simulieren. Das wäre die zweite Sache, die für mich wirklich wünschenswert wäre, wenn Small Giants nicht nur Helden im eigenen Roster nach Namen suchen lassen könnte, dass ihr einfach schreibt oben rein Top und ihr kriegt alle, die mit Top anfangen, zeigt euch dann Topas an und so. Das wäre was. Ja, das andere habe ich jetzt gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ja, fällt mir vielleicht nachher noch ein. Entschuldigt. Genau. Wenn man schon die Möglichkeit hat, gegnerische Teams zum Beispiel in der Gilde zu testen, vor neuen Mitgildes, er stellt irgendwas auf, sagt, ich will gegen denen kämpfen ein bisschen, will da üben, dann wäre es schön, wenn man da auch diese Kriegseffekte einstellen könnte. Also das würde Dev-Teams auch viel besser austesten lassen und so. Leider auch etwas bis heute nicht eingebaut, dafür 100 neue Helden im Monat. Bin ich, wie ihr vielleicht ein bisschen raushört, nicht mehr so begeistert davon. Wir haben schon dermaßen Heldenflut. Mühsam. Egal. Mir geht es darum, jetzt den Falke meinem Krieg herzuzeigen. Beim Titanen könnt ihr natürlich selber testen, in eurem roten Team. Das System ist ja dasselbe. Und Topas herzuzeigen. Und dazu habe ich jetzt geguckt in der Gilde und jemanden gefunden, der auch einen Minion-Rufer dabei hat. Ich hoffe, ich habe es mir gemerkt. Ich glaube, es war ein Wicht. Ja, genau. Ein Wicht. Und da habe ich wegen Quintin, den er links außen stehen hat, extra Mitsuko als dritten roten Helden mitgenommen und nicht Chompa oder Kelile, die ich da sonst mitnehme. Und hier haben wir mit Telluria einen Minion-Rufer und da wollen wir auch stark versuchen, Lakaien-Rufer, dass wir dass der auch zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn es gut läuft, räumen wir die linke Seite ab und die rechten zwei lassen wir stehen. Ob so einfach wird, wie man es immer geplant hat, ich weiß es nicht, wir testen es aus und gucken mal, was passiert. Mit Pech müssen wir vielleicht einen zweiten Versuch machen, schauen wir einfach mal.
Ich habe ja sonst meistens Regenbogen aufgestellt zum Herzeigen und ich habe meistens zwei oder drei Heiler mit, damit die Helden, die ich herzeigen möchte, auch zum Einsatz kommen. Ist ja wichtig, sonst ja, kann man sie ja nicht herzeigen, wenn sie nicht zum Einsatz kommen. Ich spiele doch einfach darauf los, wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen, darum geht es uns nicht. Aber na, wird sich zeigen. Wenn wir gewinnen, sind wir jetzt natürlich nicht die Bösesten. So. Und jetzt können wir auf der linken Seite schon das erste Mal den Wächter fahren. Ich habe Asterios noch nicht geladen, ich weiß. Ich würde jetzt normalerweise im Krieg darauf warten, dass Asterios geladen ist. Hier mache ich es jetzt nicht, weil wir ja die Sachen herzeigen wollen. Und weil ich dann mit Zucker schon einsetzen kann gegen Quintin. Wir haben jetzt den Bonus von der Gazelle. Dazu schießen wir jetzt den Wächterfalken rauf. Und diese 400 Schaden, die er jetzt gemacht hat, macht er wegen dem Bonus vom Wächterfalken. Ah, vom der Gazelle. Wir haben sonst nicht so viel Schaden. Wahrscheinlich Wächterfalke würde so 250 so gemacht haben. So, und natürlich sollte er auch mit Zuko jetzt um einiges mehr Schaden machen. Das probieren wir auch aus. Also fast 800, ne? Ist ganz okay. Das war jetzt nicht der Plan, aber wir werden es nachher dann einfach nochmal testen, andersherum. Blöd, dass die Roten gerade dort gelegen haben. Wir haben noch immer die -54% Verteidigung gegen Feuer. Das heißt, wir können jetzt mit Asterios schön reinspielen. Und der Schaden 1230, da sind wir sonst nicht mal in der Nähe. Jo. Ihr habt also gesehen, der Wächterfalke ist quasi in diesem Team der Support. Und die anderen zwei Helden sind dann eigentlich dazu da, dass sie den Schaden machen. So, wir tun jetzt das Team ein bisschen ändern und dann zeige ich den zweiten Versuch her, wenn diese Kack-Werbung da wieder mal vorbei ist, die 100.000 aufgeploppten Fenster. Und ich nehme es jetzt so mit, wie ich sonst eher mitnehmen würde. Bin natürlich dann jetzt gegen Quintin ein bisschen schlecht gestellt, aber man kann eben nicht alles haben. Und dann nehme ich den guten Jumper dazu. Und hoffen wir, dass Rot nicht wieder unbedingt unter Telluria liegt. Dass es uns die nicht wegfetzt. Weil die wollten wir ja eigentlich herzeigen. Aber ja, alles geht eben nicht. Wir machen den zweiten Versuch. Ich möchte euch nämlich dann die Mana-Regenerierung von Topas zeigen, wenn der Gegner seine kleinen Mechsaum, seine kleinen Wichte aufgestellt hat, die Lakaien. Telluria ist ja Mittel. Gut, dann probieren wir es nochmal. Und diesmal geht es uns vor allem um die Gelbe und dass wir Telluria zum Einsatz bringen. Aber wir müssen auch hier da in der Mitte diesen nervigen Monatshelden wegbringen, der wirklich als Tank mit seiner Vergifterei einem gewaltig auf den Sack gehen kann. Das heißt, es geht uns jetzt vor allem mal um die gelbe Farbe, Primia. Ja, aber Rot auch natürlich. Gut, das kam jetzt relativ schön rein.
So. Jetzt schalten wir quasi den hier das erste Mal weg, indem wir halt hier mal alles gereinigt haben. Telluria kommt dann langsam in Einsatznähe, das sollte jetzt werden. Wir haben leider noch nicht genug Gelb da, damit wir Topas auf Stufe 3 bringen. Nein, 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 nicht die Telluria. Meine Güte. So, dann gehen wir raus und machen noch einmal den Versuch. Nein, 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 müssen diese Roten genau unter Telluria durchploppen? Was soll's? Wir haben Zeit, ihr würdet ja sonst nicht zusehen. Ich habe Zeit, ich würde sonst das Video nicht machen. So gesehen haben wir alle Zeit. Das ist sehr schön. Ich will die Roten auf der anderen Seite haben. Ich will sie nicht hier und ich kann auch nicht singen. Aber gut. Ich möchte doch nur Topas einmal herzeigen, wenn Telluria aktiv ist und Topas auch ein paar Ladungen hat. Ah, ist das so schwer. Jetzt sollte es uns mal gelingen. Wir haben zwar die drei Ladungen noch nicht bekommen, leider, aber Telluria kommt langsam zum Einsatz. Ja, wir sind natürlich auch nicht verlangsamt worden. Habt ihr gemerkt, ne? Weil die Wächtergazelle aktuell war. Und jetzt schaut bitte auf die Mana-Palken. Ich weiß, wir treffen jetzt nur drei Gegner, weil wir nicht die letzte Ladung haben. Aber guckt die Mana-Palken unserer Helden an und dann schauen wir mal, was wir Mana reinkriegen durch Topas. Ja. Bei drei Stufen geladen wäre es natürlich noch besser gewesen. Macht also bei Untoter Horde richtig Spaß damit zu spielen. Ja, wir spielen es jetzt einfach nur weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es ist halt dann Quintin schon auslösbar. Das, was uns jetzt auch nicht unbedingt weit nach vorne wirft. Durchs Tanzen haben wir ihn gut abgewehrt. Versuchen mal die linke Seite wegzuräumen mit unserer Dreierkombination. Soweit es geht zumindest. Ja, auch er hier macht ungefähr nur so 450 Schaden an jeden Gegner sonst. Hätte man noch warten können, aber egal. Ja, und damit sind wir dann auch schon durch. Ich sage euch danke fürs Zusehen. Ich hoffe, die Helden habt ihr entsprechend gesehen. Wie gesagt, beide auch für heutige Verhältnisse im Mittelfeld durchaus interessant. Ja, ich wünsche euch viel Spaß, gute Boards und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Video. Tschüss!